In der ARD und dem ZDF liefen in den letzten Jahren zahlreiche Spielfilme und Dokudramen, die in Afrika spielten. Meist Liebesgeschichten. Und so sahen die Protagonistinnen aus. Weiße Menschen. Afrika und die schwarzen Menschen, die in diesen Filmen vorkommen, sind sozusagen der Hintergrund oder die Folie, auf dem sich die Handlung entfaltet. Dadurch, dass sie nicht sprechen und eher passiv sind, sind die schwarzen Menschen in den Filmen eher Statisten. Und weil sie so stereotyp auch gezeichnet sind, brauchen sie quasi diese weiße Hauptfigur, die dann als White Savior auftritt. Wenn man Bilder benutzt, die halt schon bekannt sind, sag ich mal, gesamtgesellschaftlich, dann weiß man sofort, wie man das interpretieren soll. Und ich glaube, deswegen funktionieren Stereotype so gut. Was wir in den Medien sehen, aber auch wie über Menschen gesprochen wird, prägt unser Weltbild. Medien können dazu beitragen, Stereotype zu brechen. Meist tun sie aber genau das Gegenteil. Sie halten sie aufrecht und Rassismus bleibt ein Reizthema. Ausgehend von der Ausstellung Berlin Global im Humboldt-Forum fragen wir uns, warum sind wir heute noch nicht weiter? Und bedeutet das Vergnügen der einen die Ausgrenzung der anderen? Wenn wir es nicht schaffen, andere Geschichten zu erzählen und damit andere Figuren, dann haben wir ein Problem in diesem Land, dann haben wir ein Problem bei Filmen und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Während der Kolonialzeit entstanden Postkarten, Werbung, Fotografien und die ersten Filme. Damit sollte die deutsche Bevölkerung für die relativ neu etablierten Kolonialgebiete begeistert werden. Die Botschaft: Weiße Menschen brachten Zivilisation und Fortschritt zu den Schwarzen. Und zwar sehen wir genauso auch in diesen Rollen, dass diese Funktionsweise des Rassismus immer ähnlich war. Also dass wir uns eine Legitimationsmuster aufgebaut haben und dass wir genau hier eben auch sehen, dass dieser Einfluss des Denkens, das konstruiert wurde, Einfluss eben auch auf die Filmwelt hat heute, aber eben auch legitimiert, warum ein ganzer Kontinent ausgebeutet werden konnte. Deutschland musste seine Kolonialgebiete nach dem Ersten Weltkrieg abtreten und konnte im europäischen imperialistischen Machtkampf nicht mehr mithalten. Die Afrika-Filme wurden weiterhin gedreht. Sie sollten jetzt Hoffnung darauf machen, dass Deutschland die Gebiete irgendwann zurückbekommen könnte. Aber das Ding ist, irgendjemand musste die schwarzen Menschen in diesem Film ja spielen. Einer von ihnen, Majub bin Mohammed Hussein. In Deutschland wurde er unter dem Namen Mohammed Husen bekannt. Mohammed Husen war afrikanischer Soldat, der im Ersten Weltkrieg für die Deutschen gekämpft hat, als er erst 9 Jahre alt war. Und er ist Ende der 1920er Jahre nach Deutschland gekommen, wo er unter anderem als Schauspieler beim Film gearbeitet hat. Beim Film hat er überwiegend Statistenrollen bekommen, als der Bedienstete, der Liftboy, der Chauffeur, der Diener an der Seite von allen großen deutschen Filmstars der 1930er. Und hier spielte er oft den Askari, den Soldaten, der in seiner Kindheit tatsächlich war. Es hieß, dass sie den Deutschen treu bis in den Tod folgen würden. Auch während der NS-Zeit ging es weiter mit Afrika- und Orientfilmen. Dort mitzuwirken war ein Dilemma für die DarstellerInnen. Diese Filme manifestierten rassistische Bilder. Dennoch boten sie eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt stattzufinden und Geld zu verdienen. Auch Theodor Wonja Michael, einer der bekanntesten afrodeutschen NS-Zeit-Überlebenden, spielte in solchen Filmen mit. Im Film Münchhausen war er 16 Jahre und auch ihm wurde dort, wie Husen in seinem Film, eine Bedienstetenrolle zugeteilt. Letztlich bewahrte es Michael persönlich erst einmal vor Schlimmerem. Ich nenne das immer die Baströckchenzeit. Also ein Schwarzer hat eigentlich mit dem Bastrock rumzulaufen und nicht mit dem Anzug. Solange man als Schauspielerin gebraucht wurde, schien man vor rassistischer Verfolgung der Nazis ein Stück weit geschützt. Doch nicht alle schafften es. Mohammed Husen ist in Anfang der 40er Jahre
ins Konzentrationslager in Sachsenhausen gekommen. Ich glaube, seine Geschichte ist nicht bekannt in Deutschland, weil die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte in Deutschland erst in den letzten Jahren in der größeren Öffentlichkeit überhaupt begonnen hat. Und dass es überhaupt schwarze Opfer des Holocausts gab, war lange Zeit total unbekannt. Das nostalgische Narrativ aus der Kolonialzeit setzte sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg fort. Ob im Film Toxi von 1952 oder auch im 1957 erschienenen Film Der Stern von Afrika wurde weiter ein bestimmtes Bild von schwarzen Menschen gezeichnet. Noch immer war das Bild des Anderen, des Exotischen existent. Und es wurde das in der Kolonialzeit geschaffene Bild in abgeschwächter Form weitergeführt. Sollte dies bedeuten, dass ein solcher Blick nun in der DNA verankert war? Der Stern von Afrika war es auch, wo ein deutscher Entertainer seinen ersten Auftritt in Deutschland fand. Roberto Blanco. Ich glaube, dass Roberto Blanco so erfolgreich ist, weil er sich gerade eben das Stereotyp, was über ihn existiert, als schwarzer Mann, angeeignet hat und quasi daraus so eine Überlebensstrategie gemacht hat. Eine neue Ära des Entertainments brach an. MTV. Deutscher Eurodance wäre nicht möglich gewesen ohne die ganzen schwarzen Rapper. Wir haben uns dann auch zum Beispiel viel mit dem Fernsehformat Popstars, diesem Casting-Band-Format, auseinandergesetzt. Und wenn man zum Beispiel schaut, wie die Band Bros inszeniert worden ist, dann sieht es eigentlich immer so aus, als wären das alles US-Amerikaner. Also das Musikvideo zu Do You ist zum Beispiel in so einer US-amerikanischen Turnhalle gedreht. Die haben alle so Basketball-Trikots an. Aber nicht nur die großen Pop-ProduzentInnen waren von den USA beeinflusst. Hip-Hop aus den USA fand sich auch in der ost- wie westdeutschen Jugendkultur wieder. Insbesondere schwarze Menschen und POCs fanden sich in den Breakdancern, DJs und MCs aus den USA wieder. Rap wurde zur Musik der Rassismuskritik, Hip-Hop zur Widerstandskultur der Jugend, auch in Berlin. Der Rassismus, was man halt irgendwie in den oder aus den Staaten mitbekam, der hat uns ja natürlich mit hier betroffen. Für mich war die Rebellion in der Hip-Hop-Kultur das Ausschlaggebende. Es war halt nicht eine Bewegung, die sich allem und jedem unterworfen hat. Es war eine rebellische Kultur. Yo, insbesondere durch Hip-Hop haben sich POCs ihren Anteil in der deutschen Musikindustrie erkämpft. Heute machen sie einen erheblichen Anteil der erfolgreichsten deutschen KünstlerInnen aus. Ist also alles in Ordnung mit der Repräsentation? Natürlich nicht. Deutlicher als in der Musik bemerkt man die fehlende Repräsentation weiterhin im Film. Der blieb nach wie vor überproportional weiß. Insbesondere in Comedy und in Shows werden rassistische Stereotype weiterhin reproduziert. In Unterhaltungsformaten der Diskurs um Rassismus oft ins Lächerliche gezogen. Vergnügen ohne Ausgrenzung. Das ist bis heute immer noch ein Streitthema. Repräsentation ist wichtig, ist aber nicht das Allheilmittel, sondern diese Debatten brauchen auch eine Diversität an situiertem Wissen, das heißt Wissen von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Dass wir sagen, was wurde denn mit den Personen beispielsweise in unterschiedlichen Filmen eigentlich gemacht, dass wir genauer hinschauen und die Fehler sehen und nicht sagen, das war halt damals so, sondern das war damals so, ja, aber das war problematisch und unser Denken ist von damals beeinflusst. Also würde ich sagen, dass Museen und Bildungseinrichtungen auf jeden Fall die Aufgabe zukommt, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen, in dem Fall von Rassismus dann eben auch Ungerechtigkeitsstrukturen und zu schauen, wie kann ich Menschen dazu bringen, über sich selbst und die eigene Positionierung nachzudenken. Deutschland und insbesondere Berlins Geschichte aus mehreren Perspektiven zu sehen, als ausschließlich der Weißen, das ist auch das Ziel der Ausstellung Berlin global.